Jo Leute, was geht ab? Es ist Mittwoch, mal wieder. Mila ist fleißig am Turnen. Mila! Jo. Kleine Mila wird immer größer und größer und breiter vor allem. Schaut mal an, die ist nicht geschert. Ungelogen, ich weiß nicht, ob man das sieht, ne? Aber das ist schon ein halber Bär ist das. Dann gehen wir mal hier den kleinen Spazierflug. Eigentlich wollte ich heute wieder joggen gehen, denn ich muss sagen, ich fühle mich in letzter Zeit etwas dick. Hab zugenommen, hab mich gehen lassen. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Sieht man wahrscheinlich nicht. Ja, die Plauze hier, die muss weg. Habe ich mich mega gönnen lassen in den Semesterferien. Deswegen sollte ich wieder jeden Tag joggen gehen. Naja, mal gucken. Oi. Jetzt will die Mila wieder zurück. Die Mila will zurück. Mit der Mila kann ich nicht joggen gehen. Die Mila ist so eine, die läuft einen Meter, bleibt stehen. Dann muss ich dir hinterherziehen. Komm. Die ist zwar hyperaktiv, also die läuft wirklich die ganze Zeit durch die Gegend, aber die will nicht hinterherlaufen so. Oder mitlaufen. Hinterherlaufen. Die läuft ja. Die lässt sich ziehen einfach. Die lässt sich einfach ziehen. Na, so ist das. Guck ich, wir müssen eine Rehe sein, sind wir aber nicht. Bin ich gemein. Was gibt's Neues, Leute? Daisy. Der Server, ne? Viele Leute fragen, ja, wann startet der endlich? Kann nicht gewhitelistet werden. Leute, es gibt ein Whitelist-Verfahren, ja. Wie viele auf dem Server passen, wissen wir noch nicht. Muss alles performance-technisch getestet werden. Wenn es geplant weiter so verläuft wie jetzt, werde ich anfangen, sagen wir Ende dieser Woche zu spielen. Das war eigentlich der Plan. Da werden noch kaum Scripts laufen. Müssen wir schauen, wie wir das machen. Mila. Da müssen wir schauen, wie wir das genau machen werden. Muss man mal schauen, immer nach und nach die Engine Scripts draufpacken, gucken, ob die testen. Wir wollten Ende der Woche mit dem Sektor B anfangen, ein bisschen Neues rein zu tun. Schauen, wie das Ganze so verläuft. Schaut mal, da sind ganz viele hässliche Enten. Naja. Also, wartet mal mit der Zeit. Ich sag frühestens 2 bis 3 Wochen, dass der Server public gehen wird. Vorher wird er von mir ausgewählten und von Dennis ausgewählten Personen gespielt, um die Performance zu testen. Ja, sonst. Na Leute, ihr wisst Bescheid. Taviana, Epoch, ey. Mila, komm. Ja, da kommt die angelaufen. Aber wenn ich jogge, dann läuft die so nicht, ne? Dann lässt sie sich ziehen. Kleiner Hund. Ja, sonst Leute, ihr habt gesehen, Minecraft hat gestartet, 1.8. Ist sozusagen einfach für uns selber. Wir bauen, wir haben kein Ziel, sodass wir, ich sage auch nicht, wie oft, ich würde am liebsten sagen, es kommt jeden Tag eine Folge. Aber ich weiß dann, dass ich wegen der Arbeit, wegen dem Studium es einfach nicht schaffen werde. Und deswegen mache ich keine Versprechung. Ich sage einfach, komm mehrmals die Woche, wie oft, weiß ich nicht. Wenn dann immer 12 Uhr. Während die normalen Videos so gegen 14 Uhr habe ich die, glaube ich, immer hochgeladen. Ja, sonst, Leute. Hundi. Den Hund. Dich muss mal einer scheren. Sonst, es hat so ein orgmäßiges Spiel. Ich habe jetzt den Namen wieder vergessen. Ich habe natürlich mein Handy nix dabei. Ne? Alles zu Hause gelassen. Ich muss mal nachschauen. Es gibt so ein orgmäßiges Spiel, so ähnlich wie Assassin's Creed, ihr kennt das bestimmt. Habe ich überlegt, ob ich das Let's Playen soll, aber ich denke, das ist zu kurz. Das ist einfach zu kurz, also zu kurz langweilig. Zu kurzweilig, sage ich mal, ne? Also, dass das mir nicht lang genug Spaß machen würde. Deswegen lasse ich das. Was ich aber jetzt gemacht habe, ist, ich habe ein bisschen War Thunder aufgenommen mit dem Matze. Ich will noch ein bisschen Binding of Isaac aufnehmen und das immer zwischendurch bringen. So einfach nicht als feste Folge oder festes Format, sondern einfach, wenn ich Bock habe. Oh, jetzt ist sie erschöpft. Mila! Ja! Läuft die auf. Ich liebe die, ne? Kleine Hundi. Leute, wenn ihr. Komm! Wenn ihr die Verantwortung dazu habt, besorgt euch einen Hund. Dazu gehört nicht nur Verantwortung, dazu gehört auf jeden Fall sehr viel Zeit, weil ihr mit dem Gassi gehen müsst. Natürlich das entsprechende Geld. Dann kostet viel Geld und dann kommen auch zu. Moment.
kleine Mila hier. Mila, nicht im Auto hinterherlaufen. Also, Zeit, Geld kostet, denn so Hund, Arzt kosten, wenn er mal krank ist, Essen, alles, ne? Ist nicht ohne. Was haben wir noch? Zeit, Geld und viel Liebe. Ein Hund ist manchmal anstrengend. Der wird irgendwann mal eure Schuhe aufessen oder anknabbern. Ist extrem anstrengend, Leute. Ja, sonst sage ich mal, füge ich nachher vielleicht noch was ein. Wenn mir was einfällt, gibt es bestimmt noch was, ihr einfällt. Wenn ihr wollt, nochmal die genauen Serverdaten, kann ich euch einzeln nochmal in einem Einzel-Vlog machen. Was auf den Server kommen wird, ist Punkt A. Punkt B, wenn ihr mal meine Jogging-Route sehen wollt, könnt ihr auch Bescheid sagen. Kann ich mal eventuell mal die Cam mitnehmen, dann seht ihr, was es da so Schönes zu sehen gibt. Und Punkt C, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!